Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zur Produktvorstellung über den Static King von Woodland Scenix. Heute möchte ich euch zeigen, wozu dieses Gerät alles da ist, was im Lieferumfang ist und wie es funktioniert. Und als erstes würde ich sagen, packen wir ihn mal aus. Wie der Name es schon sagt, ist der Static King ein statisches Begrasungsgerät. Begrasung mit Statik kommt aus dem Modellbaugewerbe. Dort wird es schon seit Jahren benutzt und ich benutze seit 2 Jahren diesen selbstgebauten statischen Grasapplikator. Mit dem Applikator kann man diese Art von Gras oder Beflockungsmaterial auf seinem Diorama verteilen. Durch die statische Aufladung stellt sich das Gras nach oben und richtet sich aus. Dadurch sieht es viel realistischer aus. Der Grund, warum ich mir jetzt dieses Gerät gekauft habe, obwohl ich diesen habe, ich sag mal so, dieser hier funktioniert einmal frei, ihr kennt ihn aus meinen Videos, aber er ist limitiert. Das heißt, er hat nicht so viel Leistung wie dieses Gerät. Mit diesem Gerät kann man viel längere Grashalme ausrichten und aufbringen und viel größere Flächen machen. Meinen alten statischen Grasapplikator werde ich behalten, trotzdem werde ich diesen jetzt hauptsächlich benutzen, um große Flächen oder einzelne Büschel zu machen. Dazu habe ich mir noch gekauft die Power Supply Unit. Das heißt, seht ihr ja selber, für Europa ist es ein Netzteil mit Stecker. Hier oben geht die Packung auf. Und da sieht man die obere Abdeckung. Hier haben wir eine Anleitung. Dann den Static King, der hier leicht festgeklebt ist, damit das nicht verrutscht. Das Gerät an sich. Und unten in der Packung haben wir einiges an Zubehör. Ich würde sagen, schauen wir uns alles jetzt mal an. Damit ihr eine Vorstellung von der Größe des Gerätes habt, habe ich hier einen Gliedermaßstab. Das ist jetzt in Zentimeter. Die Länge beträgt ungefähr 21 cm, der obere Durchmesser ist 7 cm und unten beim Beflockungssieb sind es 9 cm. Ja, was sehen wir hier? Wir haben hier einen An- und Ausschalter, dann haben wir eine Kontroll-LED, die wird leuchten, wenn das Gerät an ist. Dann haben wir hier Anschlüsse, einmal für den Kontakt und für die externe Stromquelle. Und hier oben haben wir das Batteriefach. In dieses kommt ein 9 Volt Block. Das ist aber auch alles ganz genau in der Anleitung beschrieben. Und als nächstes würde ich sagen, schauen wir uns die Anleitung an und die restlichen Zubehörteile. Die Anleitung lässt sich so hier aufklappen. Und da sieht man schon, dass die Anleitung in 3 Sprachen ist. Auf der ersten Seite haben wir eine Übersicht über den Lieferumfang, die 3 verschiedenen Siebe für die Begrasung der unterschiedlichen Graslängen, ein Anchor oder ein Anker, ich würde sagen, das ist ein Kontakt einfach nur, ein Kamm, das Kabel mit dem Groundwire, also mit der Erdung, ein Trennfach, Schraubenzieher, Schraube und die Anleitung. Hier haben wir Warnhinweise in Englisch, Französisch, müssen sogar 4 Sprachen, Deutsch und die Spanisch, glaube ich. Hier wird erklärt An- und Ausschalter, dann die Powerversorgung und der Anschluss der Grund der Erdung, wie das Netzteil angeschlossen wird, der Groundwire oder optional, wie das Gerät mit einem 9 Volt Block betrieben wird. Auf der nächsten Seite haben wir eine Übersicht der verschiedenen Siebe und wozu die einzelnen Siebe sind. Man hat hier einmal das ein enges, kleines, schmales Sieb für statisches Gras von 2 und 4 mm, das größere Sieb mit größeren Lücken für 7 bis 12 mm oder sogar ein gemischtes, wo man 2 verschiedene Grassorten hineintun kann. Um das Gerät zu öffnen, muss man hier an der Seite eine Schraube lösen mit dem mitgelieferten Schraubenzieher. Dann kann man das Beflockungsmaterial hineintun und durch ein Drehen wird das Sieb verschlossen. Das Befüllen. Hier sieht man auch die Benutzung mit der Trennwand
um zwei verschiedene unterschiedliche Sorten an Gras zu trennen. Dann das, was ihr bei mir schon gesehen habt. Hier wird natürlich der Woodland Scenix Kleber genommen, auch den hier Pinsel, um das Gras aufzubringen. Dann der Anschluss der Erdung, dann wie das Gras zu verarbeiten ist mit der Schüttelung des Gerätes. Dann nutzen die einen Staubsauger zum Entfernen des überschüssigen Grases. Ich mache das meist, indem ich das Diorama rumdrehe und das überschüssige Gras abschüttle. Hier noch andere Verarbeitungshinweise. Dann benutzen des Kamms, um die Ausrichtung des Grases zu bestimmen und das Entleeren des Behälters. Und hier auf diesen Seiten kommen jetzt einige Beispiele, wie man Gelände gestalten kann und Grasstreifen. Wird natürlich alles vorgeschlagen, mit den unterschiedlichen Nummern natürlich alles Woodland Scenix Gras. Hier, wie man Blüten macht, indem man die nochmal mit dem Spray-Tag ansprüht, drüber streut, nochmal fixiert. Und das werde ich euch gleich zeigen, wie man mit diesen Aluminiumfolie, Backpapier und dem Klebstoff, ich nehme natürlich Holzleim, dann solche kleinen Büschel macht. Da können wir dann gleich mal kontrollieren, wie stark die Statik ist und wie sehr die Büschel aufgestellt werden. Nochmal Hinweise, wie man Blumen macht. Also wie gesagt, das ist eigentlich sehr praktisch. Da kann man nochmal sehen und einzelne Techniken kennenlernen, die man vielleicht noch nicht kannte. Bei Begrasung von Geländen werden solche schmalen Grasstreifen gemacht. In Zusammenarbeit mit Wasser, wie das funktioniert, um die Kapillarwirkung aufzuheben. Und die verschiedenen Grassorten, die man kaufen kann vom Woodland Scenix. Kommen wir jetzt zum weiteren Zubehör. Hier haben wir einmal die Erdung, das mit einer isolierten Krokodilklemme. Dieser Anschluss kommt hier oben in das Gerät, sozusagen auch verpolungssicher. Man kann es hier nicht reinstecken, weil hier ein Pin ist. Dann haben wir hier den Anker. Dieser besteht aus Gussmaterial und ist auch richtig schwer, um den Kontakt zum Boden herzustellen. Hier haben wir das gemischte Sieb, einmal mit den großen Öffnungen und den kleinen Öffnungen. Dann das nur große Sieb, weil das kleine Sieb ist hier schon auf dem Gerät verbaut. Dann die Trennwand, die aus einem Kunststoff besteht. Den Schraubenzieher und den Kamm. Der Schraubenzieher wird halt gebraucht, um hier diese Schlitzschraube zu öffnen. Und dann kann man das Sieb entriegeln, das Gerät befüllen oder das Sieb wechseln. Ich habe schon einige gesehen, die die Schraube einfach weglassen, weil der Verschluss von dem Sieb muss man auch sehr gut so halten. Das fällt wohl nicht von alleine runter. Und die Schraube ist dann einfach nur störend. Und ich denke mal, irgendwann geht auch das Gewinde kaputt. Schauen wir uns jetzt die Stromversorgung an. Die Stromversorgung muss man extra kaufen. Ich habe hier Typ C für das deutsche Netz. Dann haben wir es hier noch für UK und Australien und Neuseeland. Nur mit Sicherheitshinweisen. Aber das dürfte nicht viel mehr sein als ein ganz normales Netzteil, was die Spannung so verändert, wie dann der Statik-Gras-Applikator braucht. Das Netzteil wird dann einfach hier angeschlossen. Ich werde heute kein Gras von Woodland Scenix benutzen, sondern dieses Gras von Mini Natur. Wir haben einmal 12 mm Flock und einmal 6,5 mm Flock. Diese beiden werde ich mischen und wir werden mal eine kleine Fläche machen, deswegen habe ich hier auch schon das größere Sieb eingebaut.
werde mal den Versuchsaufbau vorbereiten und wir sehen uns gleich wieder. Ich habe jetzt hier zwei Sachen vorbereitet. Das eine ist einmal die Alufolie und das Packpapier. Hier versuchen wir dann hier kleine Grasbüschel zu machen. Hier habe ich jetzt eine Mischung aus dem 12 und 6 mm Gras. Und hier habe ich eine Fläche, so ein Testholzstück, wo wir versuchen mal eine Grasfläche zu erzeugen. Als Klebstoff benutze ich wie immer den Holzleim. Zum Öffnen verdrehen wir jetzt das Sieb und nehmen es ab und befüllen den Woodland Scenix Static King mit dem Gras, mit dem Flockmaterial. Dann das Sieb so aufsetzen, dass es arretiert und dann verschließen. Das Material ist jetzt drinne. Den Stecker vom Strom habe ich angeschlossen. Der kommt jetzt hier hinein. Und für die Erdung hier hinein. Vorne habe ich an der Krokodilklemme einen kleinen Stahlnagel befestigt, mit dem wir dann den Kontakt im Klebstoff in der Rasenfläche herstellen werden. Aber als erstes probieren wir nur die Krokodilklemme und versuchen mal Grasbüschel zu machen. Ich nehme jetzt den Holzleim und mache erstmal so kleine Klecksen drauf. Die müssen so ein bisschen uneben und, wie man sagt, random sein, dass es nicht so rund ist. Dann machen wir auch mal ein paar Runde. Dann schließen wir die Erdung an. Das reicht einfach, indem wir das dann hier dran klippen. Wie gesagt, der Static King ist befüllt. Und wenn wir jetzt den Schalter umlegen, fängt es an, das Gras statisch aufzuladen und die LED leuchtet. Man sieht es jetzt hier. Man sieht auch schon hier, wie das Gras absteht. Und jetzt werde ich einfach das Gras hier drüber streuen und werde die Statik die Arbeit machen lassen. Man hört es auch schon richtig rasseln und knistern. Ich schalte ihn mal ab. Und so schnell haben wir schon Grasbüschel gemacht. Das überschüssige Gras muss natürlich noch weg. Ich hole es mal ein bisschen näher ran für euch. Ich hoffe, es steht weiter scharf, damit ihr sehen könnt, wie sich die Grasbüschel aufgestellt haben. Ich werde jetzt das überschüssige Material abkippen und euch die Grasbüschel zeigen und dann den Kamerawinkel verändern, damit ihr sehen könnt von der Seite, wie sich das Gras aufstellt. Hier könnt ihr jetzt schon schön sehen, wie sich das Gras aufgestellt hat und aufgerichtet hat. Jetzt kann man es jetzt noch ein bisschen mit Drücken des Fingers ein bisschen verändern, damit es noch natürlicher aussieht. Und hier drüben auf der Fläche werden wir den ganzen Versuch jetzt nochmal wiederholen. Das heißt, die Erdung ist angeschlossen. Ich mache die Kleckse mit dem Klebstoff. Hier machen wir jetzt mal eine längere Reihe und nochmal einen kleinen runden. Das Gerät ist immer noch angeschlossen. Jetzt schalte ich es an und begrase neu. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, wie sich die Halme aufstellen. Das Gerät ist jetzt an. Jetzt schüttel ich. Und ihr seht schon, wie die Statik das Gras anzieht und die Grasfasern aufstellt. Je nachdem, wohin ich das Gerät bewege, bewegen sich auch die Grasfasern mit hin. Wie bei einem Magneten und Metallpulver. Das überschüssige Material. Schütteln wir runter. Und schon haben wir neue Grasbüschel gemacht. Diese müssen jetzt 24 Stunden trocknen. Dann ist der Holzleim komplett ausgehärtet und man kann sie von dem Backpapier herunternehmen. Und ich würde sagen, weil das so gut funktioniert hat, wenden wir uns jetzt mal zu einer etwas größeren Grasfläche zu. Hier seht ihr jetzt ein Holzbrett. Dies ist ein Übungsstück von mir gewesen, wo ihr seht, wo ich für mein Irak-Diorama damals die Straße und den AK Sand ausprobiert habe.
Und weil Holz ja keinen Strom leitet, bekanntermaßen, außer es ist wirklich ziemlich nass, müssen wir mit dem Kontakt direkt ins Klebebett hineingehen. Stellen wir uns jetzt vor, das wäre ganz normaler Dioramagrund mit Erde drauf. Nun nehme ich meinen Klebstoff, so wie ihr es auch von mir kennt, einen Pinsel und verteile den Klebstoff. Ich mache jetzt die Rasenfläche, so wie ich es haben möchte auf dem Diorama. Teile ich schön und den Pinsel wieder ins Wasser. Nun muss ich mit dem Kontakt direkt in den Klebstoff gehen, damit der elektrische Strom oder die Spannung auf gut Deutsch übertragen wird. Der Static King ist immer noch befüllt und jetzt versuchen wir einfach mal ein bisschen Fläche zu machen. Ich schalte den Static King an, den Kontakt in den Holzleim und dann bewege ich ihn auch in schüttelnden Bewegungen über das Kleberbett, bis die gesamte Fläche mit Rasen bedeckt ist. So, noch ein bisschen Statik aufbauen, ausrichten, ausschalten. Und so schnell lässt sich auch auf Holz eine Rasenfläche herstellen. Also ich bin echt begeistert von dem Gerät, das hat wirklich Wumms und Power. Und dann drückt man die Grashalme noch so ein bisschen, wie man es möchte, damit das halt natürlicher aussieht. Man kann auch jetzt den mitgelieferten Kamm nehmen und kann das Gras in eine Richtung ausrichten. Zum Beispiel bei Wind oder bei Feldern oder wenn das Gras etwas bergauf gehen soll, wie an meinem Deich zum Beispiel. Wenn ihr zwischendurch immer kleine Updates von mir sehen wollt, an was ich gerade arbeite oder was ich gerade mache, was ich so gekauft habe, dann vergesst auch nicht bei mir bei Facebook vorbeizuschauen, auf meiner Facebook-Seite, bei Instagram oder ich habe sogar einen Discord-Server. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Please don't forget to subscribe, it's free and helps me in my channel. Thanks! Dies war jetzt gerade mit euch wirklich live der erster Versuch mit dem Static King. Ich habe vorher wirklich keinen Versuch durchgeführt. Also ich bin wirklich sehr begeistert. Man merkt, wie stark dieses Gerät ist. Man spürt die statische Aufladung, wie sich das Gras ausrichtet. Und ihr habt ja selber gesehen, wie schnell das ging. Ich weiß, einige von euch werden jetzt sagen, oh, das Ding ist ja so teuer und hin und her. Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt 95 Euro für den Static King gezahlt und nochmal 20 Euro für das Netzteil. Das ist nicht günstig, das weiß ich. Aber ich denke, bei mir wird es sich lohnen, weil ich doch sehr viele Dioramas mache und ich einfach keine Lust mehr habe auf das kleine Begrasungsgerät. Es gibt Alternativen von der Firma Noch aus der Modellbauabteilung oder von Grass King oder was weiß ich, wie die ganzen Firmen heißen, die sind günstiger. Aber wie gesagt, ich wollte keine Experimente eingehen, ich wollte halt wirklich ein richtiges starkes Profigerät haben und das ist er meines Erachtens nach. Ihr werdet ihn jetzt noch häufiger in meinen Videos sehen, wahrscheinlich bei meinen nächsten Dioramas. Und ihr seht ja selbst, das lässt sich zwar auch mit anderen Grasapplikatoren herstellen, aber ich bin wirklich sehr begeistert. So, das war's für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis denn, euer Ben.